Es ist 19 Uhr und zumindest wenn man ein bisschen schief auf die Uhr guckt und damit aber die richtige Zeit für die wöchentliche Webinardosis hier zu Gast bei Aion Markets. Mein Name ist Rüdiger Born und ich heiße Sie hier für die nächsten 60 Minuten herzlich willkommen. Wir wollen uns ein charttechnisches Schmankerl heute genauer angucken, nämlich die Schulterkopf-Schulterformation. Und bevor wir damit aber loslegen, erstmal das Feedback von Ihnen. Ah, ich kriege hier schon die ersten Feedbacks, Bild und Ton ist in Ordnung. Also ich freue mich, dass alles so funktioniert, wie es sein soll. Falls ich noch zu leise bin oder irgendwie das Mikro ausrichten soll, sagen Sie einfach Bescheid. Falls manchmal gibt es Tonschwierigkeiten, falls jemand darunter leidet, dann wie immer ruhig was tippen hier, dann kann ich gegebenenfalls darauf eingehen, beziehungsweise im schlimmsten Fall, wenn Sie mich gar nicht mehr hören sollten, einfach nochmal wieder einloggen. Hin und wieder kommt das wohl vor. Aber angeblich läuft es eigentlich hier ganz gut. Also lieben Dank für das Feedback, das auch nochmal als Hinweis. Sie dürfen zwischendurch Fragen stellen, nutzen Sie das Ganze ruhig, dann können wir viel interaktiver miteinander umgehen und ich weiß, ob ich zu schnell bin oder ob ich nochmal ein Beispiel hier hinmalen soll oder wie wir da fortgehen sollen. Hinweis dazu, heute sind ja eher die Folien dran, also wir haben ein theorieorientiertes Webinar, auch wenn ich natürlich Praxisfolien, also sogar sehr aktuelle oder frische Folien da habe, auch wenn es jetzt nicht in Realtime natürlich ist, sondern einfach eine Momentaufnahme, die wir hatten. Denn heute wollen wir das Ganze ja mal zeigen, mal darstellen, wie das Ganze ist. Und ich sehe gerade hier, gibt es ein paar Kommentare. Also lieben Dank übrigens für die Kommentare, auch für die manchmal sehr, sehr netten Geschichten, die ich hier dann lese von Ihnen. Das ist sehr, sehr lieb. Auch manche Sachen, die ich nicht beantworte, sofort nicht traurig sein, schreiben Sie es einfach rein, dann können wir dann die nächsten Male darauf eingehen, denn wir werden uns ja weitersehen, so Sie willens sind, denn wir haben die Termine jetzt bis Ende des Jahres schon festgelegt, also da haben wir die Themen schon drin, wir können es gleich sehen in der Übersicht nochmal. So, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin ja selber nicht angestellt bei Aion Markets, auch wenn ich das Team schon seit 100 Jahren, zumindest gefühlten 100 Jahren kenne. Ich bin selbstständiger Händler, bin in der Vermögensverwaltung und dementsprechend angereichert und angefüllt von viel Erfahrung, guten Erfahrungen, schlechten Erfahrungen, aber wichtig, das gehört zum Lernen dazu, Erfahrung, die man nachher dann auch nutzen kann und die gebe ich Ihnen gerne weiter, aber deshalb der Hinweis, es muss nicht zwangsweise, was ich Ihnen hier erzähle, die Meinung von Aion Markets sein, sondern das ist meine individuelle Meinung und die kann mal an der einen Stelle sehr gut sein, an der anderen Stelle besonders gut sein. Nein, Spaß beiseite. Also das ist natürlich eine Händlermeinung jetzt hier und muss man natürlich nochmal gucken, inwieweit man sie für die jeweilige Marktsituation dann einsetzen kann. Wie Sie sehen, ich bin breit aufgestellt auf allen möglichen Märkten. Das, was ich Ihnen hier heute zeige, geht grundsätzlich auch auf allen möglichen Märkten. Es gibt also nicht die Einschränkung, nee, das funktioniert jetzt nur bei Aktien oder nur bei Währung. Nein, das können Sie grundsätzlich bei allen Märkten einsetzen. Zumal es eine sehr, sehr etablierte Chart-Technik ist, die sehr, sehr viele Händler kennen, sowohl private als auch institutionelle, hat das einen sehr guten Self-Fulfilling-Prophecy-Effekt sozusagen, also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn es alle natürlich sehen und alle sagen, Mensch, das ist doch diese Standardsituation. Ja gut, dann zielen natürlich auch alle auf diese entsprechenden Marken und dementsprechend ist eine Bewegung in dieser Form auch relativ wahrscheinlich. Das Ganze, ich weiß gar nicht, ob ich eine Folie dazu gemacht habe, deshalb sage ich es mal vorab schon, das Ganze geht auch auf allen möglichen Zeitebenen, also sowohl auf Tagesbasis kommt das immer wieder vor, man kann es auch auf Stundenbasis, auch auf 5-Minuten-Basis handeln, also je kürzer, desto eher ist natürlich eine Charttechnik generell anfällig und desto wichtiger ist es, dass genügend Marktteilnehmer da sind. Das ist natürlich eine alte Binsenweisheit, was Charttechnik angeht. Also Sie müssen natürlich da immer gucken, dass genügend Volumen da ist. Wenn Sie das auf irgendeinem Nebenwert nachts um 4 machen, bei Währungen jetzt beispielsweise, die auch rund um die Uhr offen sind, dann ist das so eine Sache. Bild fragt jemand hier. Also Bild müsste theoretisch auch. Also es gibt kein Bewegbild jetzt hier. Ich habe jetzt keine Kamera hier an im Augenblick. Insofern, Sie sollten, wenn Bild, dann höchstens die Folien haben. Da sehen Sie jetzt auch gerade ein Foto von mir, falls da Schwierigkeiten sind. Okay, alles gut. Oh, prima, alles wunderbar. Und irgendjemand schreibt hier,
Ich bin nur noch über Kopfhörer zu hören. Also das liegt nicht in meiner Macht. Das liegt bei Ihnen. Da hat vielleicht Ihre Tochter heimlich zwischendurch mal in ihrem. Nein, ich weiß es nicht. Aber an sich ist das eine Einstellung an Ihrem Rechner. Das kann ich hier nicht beeinflussen. Das müsste eigentlich so funktionieren wie sonst eben auch. Wenn ich ein bisschen anders klinge, dann vielleicht die Raumakustik. Ich bin wieder in Tokio und dementsprechend kann das sein, dass es ein bisschen anders klingt. Ansonsten sollte aber eigentlich alles das Gleiche sein, zumal der Rechner sowieso derselbe ist wie sonst auch. So, wenn wir auf Ayondo gucken, dann ganz kurz einen Blick mal hier auf das, was sie schon geleistet haben. Das andere, das müssen wir gleich noch leisten, aber das ist was, was Ayondo geleistet hat. Also gewählt genug wurden sie, auch von sehr unterschiedlichen Stellen und natürlich von den Kunden und Teilnehmern hier dieser Veranstaltung entsprechend. Mein Tipp, was sowas angeht, weil ich werde immer wieder gefragt, Mensch, Herr Born, was ist denn ein ordentlicher Broker? Kann man hier hingehen? Probieren Sie es doch mal aus. Sie sind, das ist, dafür lege ich meine Hand durchaus ins Feuer. Denn ich habe, wie gesagt, die Personen, die kenne ich schon seit vielen Jahren und ich kenne auch viele, viele Kunden. Und insofern weiß ich, dass hier kein Schmuh betrieben wird. Ja, mir ist davon nichts bekannt. Insofern habe ich ein gutes Gefühl, Ihnen auch guten Gewissens zu sagen, dann probieren Sie es doch aus, machen Sie doch mal ein Konto auf und wenn Sie gut zufrieden sind, perfekt. Und wenn Sie nicht gut zufrieden sind, dann sprechen Sie mal mit dem Team, sagen Sie, das und das gefällt mir nicht oder das und das fehlt mir. Ich weiß zum Beispiel, dass jemand mal gesagt hat, Mensch, meine Lieblingsaktie ist gar nicht drin. Dann haben die gesagt, ja gut, was ist es denn? Und ein paar Tage später war die auch hier mit dabei. Das sollte natürlich kein Nebenwert sein, es soll ja auch fair handelbar sein. Aber Sie wissen ja, wir haben eben darüber gesprochen, wenn es ein Markt ist, der genügend Volumen hat, dann ist, denke ich mal, die Chance sehr groß, dass Sie das hier auch bekommen. Also insofern probieren Sie es einfach mal aus. Und wenn Sie gar nicht zurechtkommen und ganz unzufrieden sind, können Sie immer noch Ihr Geld abziehen. Ja, es ist ja kein Bund aufs Leben, den Sie da eingehen, aber ausprobieren kann man es eben idealerweise mit echtem Geld oder zumindest mal mit einem Demo-Account, damit Sie mal zumindest einen groben Überblick bekommen. So, ich hatte es eben schon mal angekündigt, und die Termine bis zum Jahresende sind schon mal gesetzt. Nächste Woche Live-Trading, übernächste Woche Live-Trading. Wir können der ganzen Geschichte immer einen Fokus geben, so ist es nicht. Aber an diesen nächsten drei Terminen, da gucken wir auf den wackelnden Chart. Insofern ist das dann mit sehr hohem Praxisbezug. Wir können das Ganze natürlich, was wir heute theoretisch lernen, dann aus der Praxis uns raussuchen. Das sollten wir sogar machen. Und Sie dürfen aber auch immer wieder Akzente setzen, indem Sie dann entsprechend Ihre Fragen bringen. Also insofern ist das überhaupt gar kein Problem. Am 24. November, gewohnheitsgemäß der letzte Termin des Monats, das ist immer das Special. Da wollen wir nächstes Mal auf Symmetrien eingehen. Klingt erstmal einfach nach einem billigen Thema, aber vielleicht nochmal nett, das ein oder andere hier zu erkennen zu diesem Thema. Also mein Tipp, schauen Sie mit rein. Vielleicht sind zwei, drei Nebensätze für Sie schon gewinnentscheidend für die Zukunft. Also sollten Sie sich das auf jeden Fall mal genauer angucken. Schon der Hinweis, die Ankündigung, es wird wieder am Anfang Dezember gibt es wieder eine Fragestunde, so wie wir das schon mal hatten. Einige hatten sich gewünscht, das gelegentlich mal zu machen. Wir haben uns jetzt mal so auf 2 Monate oder zweimonatlich eingeschossen. Also wenn Sie allgemeine Fragen auch haben, können auch mal ganz konkrete zu einem Titel sein oder was weiß ich was, merken Sie sich die schon mal vor. Dann Anfang Dezember, ich glaube, es ist der erste sogar. Da machen wir das Ganze. Schon mal der Hinweis, es gibt die WOT. Jetzt schlagen Sie mich tot, also bitte lieber nicht. Aber um den 21., 22., das kann jetzt ein Tag hin oder her sein, das ist Freitag und Samstag im November in Frankfurt, gibt es die World of Trading. Das ist eine große Messe. Da ist natürlich Ayondo Markets. Fragen Sie da das Team, besuchen Sie die Köpfe und gucken Sie sich das Ganze mal an. Ich werde selber auch sein, ich werde auch am Standort ein, zwei Vorträge halten, auch Mitarbeiter von mir wird da sein. Also insofern, es gibt eine Menge Möglichkeiten, hier sich nochmal auszutauschen, miteinander zu sprechen. Nutzen Sie das Ganze, ja, kommen Sie vorbei, ich würde mich sehr freuen und outen Sie sich dann ruhig. Sagen Sie, Mensch, hier, ich bin bei den Webinaren, ich bin Name XY, Daisy 17, keine Ahnung, also viele machen das ja mit echten Namen, schönerweise, dann ist ein Wiedererkennungswert dann auch da und dann habe ich auch einen besseren Bezug zu Ihnen. Das würde mich zumindest sehr freuen. So, aber jetzt legen wir mal endlich los hier, nicht so viel Gequatsche. Was wollen wir uns angucken? Ja, Schulterkopf-Schulterformation. Erstmal so ein bisschen Grundüberlegung dazu. Dann wollen wir mal gucken, wie entsteht eine.
Ich meine, viele sagen jetzt, ja gut, es ist billig. Ja, ist es auch natürlich. Traden, wenn man es weiß, ist immer billig im Nachhinein. Mir ist es aber deshalb wichtig, auf die Entstehung ein bisschen einzugehen, damit Sie ein bisschen die Denkweise der Marktteilnehmer zu den entsprechenden Phasen verstehen, damit Sie auch nachvollziehen können, in welcher Situation es vielleicht schwieriger ist, mit einer Schulterkopf-Schulter-Formation zu arbeiten. Oder wo es vielleicht relativ einfach ist und Sie auch ein ganz klares Bild haben und sehr, sehr zuversichtlich die Position eröffnen können. Denn es gilt natürlich, wie in allen Marktsituationen, haben Sie den Mut, eine Position zu eröffnen tatsächlich? Und dafür ist es wichtig, dass man wirklich versteht, was da gerade abgeht. Deshalb möchte ich Ihnen das ganz gerne genauer mal zeigen. Ich will natürlich gucken, wo gehen wir denn da rein? Was haben wir für Möglichkeiten? Auch gerade das Ganze mal ein bisschen kritisch zu beleuchten. Jetzt hier in der Theorie den schönsten Einstieg zu finden, das ist immer eine billige Kiste. Das kann jeder. Nein, ich möchte Ihnen Situationen zeigen, dass Sie auch kritisch in mancher Situation relativ einfach sagen können, boah, hier, das war nochmal ein guter Hinweis, um, sagen wir mal, eine Verbesserung der Situation zu bekommen. Das gleiche für das Ziel der Bewegung, da gibt es eine klassische Lehrmeinung. Ich gebe Ihnen nochmal eine zusätzliche mit rein. Das wollen wir uns dann genauer angucken. Und ich habe nochmal ein, zwei, drei Beispiele mitgebracht, einfach, dass wir es nochmal sozusagen nicht nur am Theoriechart, sondern an wirklich quasi am lebenden Objekt hier aus der jüngeren Zeit. Das eine ist eine Währung gewesen und das andere war ein Index, wo wir uns das Ganze mal angucken wollen, wie schön sich das Ganze eben auch auflösen lässt. So, also Grundüberlegung zu den Schulterkopf-Schulter-Formationen. Was haben wir denn? Erstmal, wie ist das Ganze definiert? Wir brauchen natürlich eine linke Schulter, klar, einen Kopf, eine rechte Schulter. Sonst sieht es doof aus. Also, das sind so Begrifflichkeiten, die sind jetzt mehr, dass Sie es mal einmal hier noch aufgeschrieben haben für die Liebhaber des geschriebenen Wortes. Ich habe es gleich natürlich in der Grafik. Eine Nackenlinie ist ein Wort, das wir gleich nochmal lernen müssen. Die ist mit dabei. Es ändert sich die Bewegungsrichtung. Also es ist kein Trendfortsetzungsmuster, sondern ist ein Umkehrmuster. Wenn Sie also eine Schulterkopf-Schulter identifizieren, ist normalerweise der Fokus darauf, dass der Kurs seine Bewegung, die er ursprünglich hatte, ändert, also seine Blickrichtung ändert. Es kann natürlich auch, wenn es ein Failure gibt, ein Fehler quasi, ein fehlerhafte Schulterkopf-Schulter, die nicht den, jetzt bringe ich mal einen Ausdruck nach dem anderen hier, kein Trigger erreicht, nicht den Auslöser erreicht, das kann natürlich ganz klar für die Fortsetzung der vorhandenen Richtung sprechen. Also klar, muss es ja theoretisch. Zumindest mal vorläufig wäre das eine denkbare Geschichte, auch wenn das eigentlich nicht im Wesentlichen, sagen wir mal, das Ziel einer SKS, einer Schulterkopf-Schulter-Formation ist. Für diejenigen, die aus der englischen Literatur mal was suchen oder im Internet nachher nochmal googeln wollen, ob der Born das auch hier richtig gemacht hat, da ist der Begriff dann nicht Shoulder, Head, Shoulder, sondern einfach Head and Shoulder oder Head and Shoulder Formation. Das kennen Sie sicherlich aus dem Badezimmer, das Ganze. So, nachlassendes Volumen ist auch immer noch mal wieder ein Thema, das durchaus das Ganze unterstützt. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich werde Ihnen ein paar Argumente dafür und dagegen sagen, aber es ist eben so ein bisschen definiert. An manchen Stellen macht es Sinn und es ist auch wiedererkennbar. Allerdings muss ich sagen, nachlassendes Volumen kann sein, das würde das Ganze ja unterstützen, aber ich habe oft genug auch erlebt, dass das Volumen dort, naja, je nachdem, wie die Dynamik sich dann entwickelt, sogar dann noch anzieht. Aber da können wir gleich nochmal drauf gehen. So ist aber zumindest mal so eine normale Definition festgelegt für das ganze Thema. So, wie sieht das Muster aus für eine typische Schulterkopf-Schulter-Formation? Die Grafik, also die macht es natürlich einfacher, wenn wir hier auf das Bild gucken. Wir sehen, dass wir hier auf der linken Seite, ich muss mal gerade hier zwei Knöpfchen drücken, damit ich hier auch was zeichnen kann im Zweifelsfall. So, also, wir haben natürlich hier die beiden Schultern, die wir angesprochen haben, linke Schulter und die rechte Schulter. Also das ist einfach, das kriegt man noch hin, Kopf auch. So sieht das Ganze im Wesentlichen aus, eine Nackenlinie. Keine Sorge, wenn Sie jetzt sagen, oh Gott, das ist ja gleich ganz komplex. Das ist jetzt mal für diejenigen, die es vielleicht schon mal gesehen haben. Wir bauen das Gleiche ganz langsam und logisch nochmal auf. Also so sieht das Vieh aus. Und Stichwort, wenn diese
Nackenlinie, diese rote gepunktete Linie nach unten durchstoßen wird, dann ist das Vieh hier zu handeln. Ich habe es extra mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet. Also das ist das, worauf wir idealerweise gucken für den Trade. So, jetzt bauen wir das, nein, wir bauen noch gar nicht. Ich mache mal, wenn ich die Folien wechsle, eine kleine Gesprächspause, weil ich weiß aus der Historie, das können Sie mir jetzt nochmal bestätigen oder nicht, dass einige A, das Bild ein bisschen verzögert erst bekommen und B, während das Bild dann aufgebaut oder umgebaut wird, möglicherweise der Ton nicht ganz so ideal rüberkommt. Also ich habe hier so einen Anzeiger, wie viel Prozent hier schon das Bild so haben. Ich nehme da so ein bisschen drauf Rücksicht. Also nicht wundern, wenn ich dann immer eine kleine Pause mache. Das ist nicht, der Kerl ist jetzt eingeschlafen nebenher, sondern damit sie das Bild aufbauen kann. Das Ganze, was wir eben vorwärts hatten, das geht natürlich rückwärts auch. Nämlich, wenn wir vorher eine Abwärtsbewegung haben und dann das Ganze hier als Bodenbildung, dann wäre das Ganze hier nach oben. Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich habe zwei Beispiele später. Ich habe eins in die eine und eins in die andere Richtung, meine ich jetzt aus dem Kopf zu sagen. Und insofern passt das. Also Sie sehen, hier ist dann natürlich Schulter, Kopf, Schulter oder also Kopf hier. Kopf kann man auch mit K schreiben, im Deutschen klingt das besser. Da sehen Sie, da kommt der alte Engländer wieder durch hier. Ob man das Head nennt oder Kopf hier, SKS, so könnte man das Ganze bezeichnen. Ist natürlich analog zu der Abwärtsrichtung. So ungefähr muss man das Ganze auffassen. So, wie entsteht das Ganze? Wir wollen mal gucken, wie sich das Ganze, sagen wir mal, vorsichtig langsam aufbaut. Also, wie der Beginn ist sozusagen. Ja, wir haben eine Bewegung, eine Trendrichtung, in dem Fall jetzt hier nach oben. Ja, und Sie sind noch guten Mutes, Sie sind eher im Moment am Überlegen, hier nochmal Long-Position einzugehen. Klar, warum? Weil wir ja eigentlich eine sehr, sehr schöne Long-Situation haben. Ihnen ist noch gar nicht zumute, hier den Kurs auf den Dreh zu setzen, sondern für Sie sollte es eigentlich ganz natürlich sein, eher eine Long-Position nochmal rauszusuchen. Einfach darauf hin, dass die Dynamiken nach oben sind. Da kommt wieder das alte Stichwort, Dynamiken und Korrekturen. Ja, die Dynamik zeigt ganz klar nach oben und auch für die Trendliebhaber. Je nachdem, also wenn jetzt hier das irgendwie so aussieht, beispielsweise, ich lüge mir das jetzt mal hier vorne so ein bisschen zurecht, dann haben wir ja nichts anderes. Uiuiui, und das mit Maus gezeichnet hier. Freihand mit Maus hier eine Linie nach oben gezogen. Also, aber so ungefähr können Sie sich überlegen, eine Trendlinie. Wir haben immer noch ein Aufwärtstrend. Der Kurs bewegt sich in dieser Trendformation nach oben. Alles Babene, alles sauber für weitere Kurse nach oben. So, und jetzt macht der Kurs Folgendes. Irgendwann kommt er mal runter. So, also der Kurs kommt hier und durchstößt das Ganze hier. Das kann man natürlich schon handeln. Viele handeln das sogar schon und sagen, Mensch, hier, wir sind durch den Trend durchgelaufen. Jetzt ist Schluss mit lustig, ab jetzt wird wieder auf fallende Märkte gesetzt. Es gibt einige, die machen das schon. Das ist auch in Ordnung, da spricht erstmal nichts dagegen, also das ist eine andere Theorie natürlich. Aber die Menschen, die so argumentieren, die haben ab diesem Bruch ihre Long-Idee erstmal aufgegeben. So, so könnte das zum Beispiel aussehen. Der Kurs bricht hier nach unten durch. Und wir haben sogar noch zusätzlich diejenigen, die sagen, Mensch, ich möchte steigende, tief steigende hoch, überlappungsfrei. Sie kennen das Stichwort. Wer ist Elliot Wafer unter Ihnen? Ja, also die Wellenreiter hier an die Front. Hier haben wir eine Überschneidung. Der Kurs ist nicht nur durch diesen steigenden Trend. Ich deute das hier nochmal so an. Jetzt habe ich es nicht ganz so schick gezeichnet. Na, wenn ich es nicht so schön mache, dann machen wir es auch gerade wieder weg. Versuchen wir es nochmal. Also der Trend kommt jetzt nicht so drauf an, das ist jetzt mehr so ein bisschen Kurve gezeichnet, aber Sie ungefähr wissen Sie, wie ich das meine. Der Trend hat nicht nur, der Kurs hat nicht nur den Aufwärtstrend durchstoßen hier, also diese steigende Trendlinie, sondern er hat auch die letzte Zwischenunterstützung hier aus dem ehemaligen Hoch, also quasi das, was wir später als die linke Schulter, noch können wir das ja gar nicht als Schulterkopf-Schulterformation identifizieren, da fehlt ja noch eine ganze Menge. Ja, aber das ist durchstoßen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Leute auf dem Markt, die inzwischen schon sagen, ja, eigentlich, ich bin eher bärisch unterwegs.
So. Natürlich hätte man auch hier schon reingehen können, wenn der Bruch dieser Marke ist. Aber Sie wissen das, da kommt auch hier ein Hinweis. Solche Sachen können sich auch als Fehlsignal. Ich weiß, der Hinweis bezog sich mehr auf die Nackenlinie, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber natürlich sind das alles Ideen dafür, dass der Kurs jetzt dreht. Aber naja, ob das schon der Beweis ist, es sind halt alles Indizien dafür. Aber je mehr Indizien wir haben, desto besser. Gar keine Frage. So, und jetzt die Schulterkopf-Schulterformation. Wir haben einen Orientierungspunkt. Wir haben dieses Tief hier. Und wir wissen, ehemalige Unterstützung und ehemalige Widerstände, die haben natürlich eine gewisse Wirkung. Deshalb ist ja dieser Punkt hier oben, ja, also dieser Punkt auf der Agenda vieler Marktteilnehmer, die dann eben sagen, wenn der durchstoßen wird, ist das ein wichtiges Zeichen. Und jetzt haben wir hier unten den nächsten Punkt. Und wenn der jetzt zum Beispiel hält, oder das kann auch ein klein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Linie ein bisschen zu hoch gezeichnet habe, die rote oder die schwarze ein bisschen zu lang, das darf ein klein bisschen durchstoßen, ruhig. Darum geht es nicht so sehr, ob das hier ein False Breakout ist, aber nicht, aber oder nicht. Aber hier in diesem Umfeld hier haben wir eine Unterstützung und wenn der Kurs hier ebenfalls wieder erstmal unterstützt, ist das zumindest erstmal eine Aussage. Ja, im Moment wird hier dieser Zone hier vertraut. Da ist eine Unterstützung da. So gehen die Marktteilnehmer mal davon aus. So, und jetzt wird es entscheidend sein, wenn der Kurs also nicht hier schon durchplumpst. Sowas gibt es natürlich, aber das ist keine Schulterkopf-Schulterformation, weil dem haben sie die rechte Schulter weggeschossen, wenn der Kurs hier schon weitergeht. Also unter Umständen kann der Kurs hier auch schon tapfer durchfallen. Das ist denkbar. Aber wie gesagt, das wäre an sich noch keine Schulterkopf-Schulterformation, sondern ja, einfach ein Unterstützungsbruch hier der Geschichte. So, wir gehen aber mal davon aus, der Kurs erholt sich wieder und der Kurs kommt hoch, naja, bis zu einem entscheidenden Markt. Na, vorsichtig, jetzt bin ich am falschen Dampfer. Falsche Ma Mausrichtung hier gedreht, das Rad. Der Kurs erholt sich wieder, also er entfernt sich von diesen Tiefs und geht wie hoch? Naja, ungefähr wieder in den Einflussbereich dessen, was wir hier oben haben. Das muss nicht, ich habe das jetzt mal ein bisschen ideal gezeichnet, das muss nicht ganz exakt hier sein, aber der Tenor, der muss erkennbar sein. Wir fangen an, eben nicht mehr wieder neue Hochs auszubauen, sondern der Kurs fängt an, hier irgendwie auf der rechten Seite im Bereich hier dieser Zwischenwiderstände auszutoppen oder dieses Zwischenwiderstands hier auszutoppen und hier nach unten zu gehen. So. Und damit entwickelt sich sowas wie eine rechte Schulter. Ja, und Sie erkennen das. Jetzt macht das ganze Ding Sinn. Ja, so. Also, jetzt können wir die erste Vorahnung haben. Mensch, das könnte doch eine Schulterkopfschulter. Vorher sehen wir das nicht. Vorher ist es noch viel zu früh, um irgendwas zu erkennen an dieser Geschichte. Aber jetzt bildet sich diese Formation aus. Der Tenor ist, es wird jetzt gefragt, hat der Markt jetzt den Mumm, doch weiter nach oben zu gehen und damit hier auch die alten Hochs rauszunehmen? Das wäre eigentlich ein eher bullisches Zeichen. Oder hat er es nicht? Fängt er an, hier auf der rechten Seite Schwierigkeiten zu machen und sich nach unten zu entwickeln? Wenn das der Fall ist, dann ist die Frage, wo geht's denn dann rein? Und das ist in der Schulterkopfschulter, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, dann durch die Nackenlinie definiert, nämlich hier. Jetzt weiß ich nicht, wie bei Ihnen Ihre Schultern aussehen. Ich hoffe nicht ganz so dramatisch hochgehend, aber der Nackenlinie, das ist definiert durch diese beiden Tiefpunkte hier. Ja, also, das hier wäre die Nackenlinie und wenn der Kurs also dementsprechend den Weg nach oben nicht mehr schafft, machen wir mal hier so ein X dran, das schafft er nicht mehr. Wenn er den Weg nach oben hier blockiert sieht, aber der Kurs jetzt diese Stärke nicht hat, sondern nach unten sich entwickelt, dann wäre der Bruch dieser Marke hier ein entscheidender Punkt. So, und jetzt kommen wir noch mal am Punkt, zumindest jetzt mal diese drei Punkte hier, das wäre sowas wie, Sie haben den Begriff auf der anderen Seite schon mal gehört. Eigentlich, es gibt sowas wie einen Doppelboden oder Doppeltop. Im Prinzip ist das hier eine Art, wenn es auch ein Zwischendoppelboden ist oder ein Zwischendoppeltop, je nachdem, in dem Fall ist es ein Doppelboden. Es ist deshalb ein Zwischenniveau, weil der Kurs ja ursprünglich von hier unten rechts, Entschuldigung, unten links hier nach oben gekommen war. Aber wir haben ungefähr in diesem Bereich, da haben wir einen Doppelboden. Und Sie können sich ausmalen, wenn ein Boden, der sich schon durch mehrfaches Ansteuern dann mal durchstoßen wird,
dann haben wir auch die ganzen Freaks, die nicht mal die Schulter-Kopf-Schulter-Situation erkennen, sondern die einfach nur auf doppelte Böden, auf Unterstützungsniveaus gehen, die fangen jetzt an zu sagen, ich glaube an die Geschichte nicht mehr. Und sie dürfen eine Sache ja nicht vergessen. Es gibt einige Leute, die in Bezug dieser Unterstützung hier in eine Long-Position eingegangen sind, und zwar zu diesem Zeitpunkt hier. Ja, weil damals war ja hier eine Unterstützung. Wo glauben Sie, könnten die sinnvollerweise ihre Stops hinlegen? Naja, am Anfang liegt der Stop vielleicht weit weg, aber wenn der Kurs sich dann mal entwickelt hat, dann werden viele den Stop eben unter diese Unterstützungsmarke legen. Einige ein bisschen weiter, einige ein bisschen enger, aber irgendwo in der Nähe dieser Marken liegen eine Menge von Stop-Niveaus. Und Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn der Kurs hier durchbricht? Dann werden viele dieser Stops getriggert und Sie wissen, ein Stop für Long-Position ist ja nichts anderes als eine Verkaufsorder. Das heißt, und oftmals ist die sogar unlimitiert. Warum? Weil ein Stop normalerweise als eine normale Stop-Order rausgegeben wird und Stop-Order wandelt sich ja, sobald sie ausgelöst wird, in eine Market-Order, also unlimitiert. Es gibt auch die Möglichkeit, manchmal eine Stop-Limit-Order zu setzen. Das machen aber die meisten nicht. Ja, auch aus Sicherheitsgründen, weil man ja sagt, die will ja dann raus, wenn der Kurs da durchfällt. Das heißt, hier werden zumindest mal die Stops unlimitiert erstmal ausgelöst und deshalb ist die Chance, dass der Kurs sich einerseits von dieser Tiefmarke hier entfernt, von dieser Nackenlinie entfernt, relativ groß, alleine schon durch die Stops. Und natürlich die ganzen Leute, die hier auf die Unterstützung gucken, die fangen jetzt hier an und sagen, Mensch, ich würde sogar eine Short-Position jetzt bevorzugen. Und die sowieso die Schulter-Kopf-Schulter-Formation kennen, die werden sagen, Mensch, das ist doch hier klassischer, geht's doch gar nicht. Das ist doch mein Einstiegssignal. Also Sie haben hier eine Menge Leute, die hier Positionen verkaufen. Wie gesagt, ein paar der Bullen, der ehemaligen Bullen, die spätestens dann aufgeben, Stops nachziehen. Auch Leute, die zum Beispiel gesagt haben, ich bin hier schon irgendwo reingegangen. Oder die alten Ausbruchsfreunde, die dann vielleicht hier oben erst long gegangen sind. Die ziehen aufs letzte Zwischentiefen. Also wir haben hier mit Sicherheit in diesem Bereich hier unter dieser Marke eine Menge von Stops liegen. Und die alle kommen jetzt auf den Prüfstand, da werden, je nachdem, wie exakt die natürlich liegen, einige relativ eng, einige ein bisschen mehr Abstand, aber in diesem Umfeld dieser Tiefmarke, die kommen jetzt auf den Prüfstand und werden einer nach dem anderen ausgetriggert, plus die Bären, die jetzt auf den Markt kommen und sagen, Mensch, da ist so eine Chance auf der Abwärtsseite, wir brechen doch hier jetzt gerade die Marken. Und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Der Kurs beschleunigt seinen Weg nach unten. So, und jetzt habe ich nochmal ein Anhängsel dazu gemacht, was nämlich sehr, sehr typisch ist und sehr, sehr häufig durchaus ist, dass der Kurs irgendwann nochmal wieder zurückkommt. Das muss jetzt nicht so sein. Ich habe nachher nochmal echt Beispiele. Da sehen wir, dass das durchaus ein bisschen weiter noch fallen kann. Also es darf durchaus so sein. Aber wenn der Kurs hier wieder rankommt, das Ding, oder hier in diesem Beispiel, das Ding, das ist eine interessante Situation, denn der Kurs prallt an dieser ehemaligen Nackenlinie ab. Da gibt es den typischen Spruch, Unterstützung wird zum Widerstand und Widerstand wird zur Unterstützung. Ja, je nachdem, welche Richtung. In diesem Fall, da der Kurs von unten rankommt, wird die ehemalige Unterstützung, gebildet aus dem ersten und dem zweiten Umkehrpunkt, das ist ja die, damit haben wir die rote Linie zu einer gewissen Unterstützungsmarke erstmal deklariert, die wird dann, wenn der Kurs dann erstmal durchgestoßen ist, wieder zu einer Widerstandsmarke. Und die bietet vielen eben auch nochmal die Möglichkeit, die den ersten Einstieg vielleicht verpasst haben, die gesagt haben, oh, ich habe es nicht gesehen, zu spät gesehen oder sowas, die Möglichkeit, nochmal tätig zu werden, wenn der Kurs es macht. Manchmal macht das nicht, aber wir werden gleich feststellen, das kommt immer wieder mal vor. Also wir bekommen hier die Chance für einen zweiten Anlauf oder möglicherweise die Position nochmal ein bisschen zu erweitern, möglicherweise, weil wir noch mal eine Bestätigung mehr haben. Das hängt so ein bisschen von Ihrer Einstiegspolitik ab. Das können wir uns gleich noch mal genauer angucken. Beispiel wäre ja, dass man sagt, Mensch, ich habe zwar einen einfachen Bruch, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich mache jetzt mal eine halbe Position rein, beispielsweise. Und wenn der Kurs das noch mal ansteuert, dann mache ich die zweite Hälfte rein. Und wenn er direkt weiterfällt, super, habe ich immerhin die eine Hälfte. Also das sind alles so Spielarten, die man machen kann. Wie gesagt, ich persönlich
finde es eine gute Möglichkeit, wenn man diesen ersten Einstieg, also diesen Einstieg verpasst hat, dann zumindest dann zu sagen, da kriege ich doch mal eine Chance. Lieben Dank, Leute, dass ihr mich doch noch mit reinnehmt, denn die Chance dafür, dass der Kurs hier nochmal dreht, ist gar nicht so schlecht. Also, das ist im Wesentlichen der Punkt. Jetzt diejenigen, die sagen wir mal sowas, ich weiß gar nicht genau, ob Sie das noch kennen, das ist heute nicht mehr so in aller Munde. Früher gab es mal die Freunde eines Rosshaken beispielsweise. Ja, im Prinzip sind Teile daraus hier aus dieser Bewegung hier, ich mal hier auf der rechten Seite, das hat was vom Rosshaken. 1, 2, 3 ist das Ganze. Wir haben aber auch für die Freunde der Elliott-Information, das Ganze sieht doch nach irgendwie sowas aus, was klassisch, was man hier vielleicht noch eine 1, 2, 3 geben werden lassen kann. Oder vielleicht sogar eine 1, 2, 3, 4, 5. Sogar hier, ich mache mal eine Andeutung. Wie gesagt, das weiß man ja nicht, aber nur, dass Sie das vielleicht wiedererkennen. Das könnte eine 1 sein. Hier könnte dann die 2 sein. Und hier könnte eine kleinere Ebene. Ich mache das mal mit römischen Zahlen. Ich mache das mal extra im Kreis, damit man das erkennt. Und dann gibt es hier die 3 und so weiter. Und die arabische 3 kommt dann hier unten irgendwo. Also Sie erkennen das Ganze wieder. Also das Ganze könnte sich so in der Richtung auflösen. Und ja, da kommen hier bei dem einen oder anderen gehen die Lampen an, hier was Rosshaken angeht. Der nächste sieht jetzt hier, ja klar, jetzt erkenne ich das hier auch. Also Sie sehen, das ist das Schicke an der Geschichte. Es beißt sich nicht mit dem Elliott-Wellen-Know-how. Ich meine, ich bin bekennender Elliott-Wafer. Ich mag das sehr gerne, aber das ist hier überhaupt nicht dagegen. Für die Ross-Freunde auch nicht. Für die Schulterkopf-Schulter-Freunde sowieso nicht. Für die Freunde hier von Unterstützung und Widerständen auch nicht. Also Sie sehen, wir können mit diesem Ansatz relativ viele Menschen glücklich machen. Und selbst wenn Sie jetzt vielleicht sagen, ja, aber als Elliott-Wellen wäre ich doch da nicht zwangsweise an der Stelle reingegangen. Das stimmt, an der Stelle wären Sie vielleicht nicht unbedingt reingegangen, aber Sie wären auch durchaus auf der Short-Seite getrimmt. Ja, je nachdem, wie die Ausmaße sind. Sie haben hier vorne eine starke Bewegung. Sie haben hier vielleicht was Korrektives wieder hoch, vielleicht sogar in dem Bereich 50 bis 61,8 und würden, je nachdem, wie aggressiv Sie sind, entweder mit Pauschaleinstieg hier oben Short sein, aber Ziele hier unten erwarten. Das heißt, Sie fangen nicht an, an der Stelle zu kaufen, beim Bruch der Nackenlinie. Da sind Sie immer noch auf der Short-Richtung, weil Sie Ziele hier unten erwarten. Oder wenn Sie hier Short gegangen wären, weil Sie sagen, ich gehe jetzt hier auf so einem Zwischenniveau irgendwo rein. Das haben wir alles beim Thema Elliott-Wellen angesprochen. Das heißt, auch diese Marktteilnehmer, die kaufen, die verkaufen in diesem Fall jetzt nicht unbedingt an der Nackenlinie. Aber die beißen sich nicht, die werden nicht, oder sie nicht in dem Fall, sie werden nicht dagegen argumentieren, werden nicht jetzt dagegen kaufen. Und das ist der Vorteil. Sie unterstützen uns durch Nichtstun, vielleicht sogar durch Positionserweiterung unter Umständen an den entsprechenden Marken. Aber sie treten uns nicht als neue Käufer entgegen, sondern es passt, wenn auch auf einem anderen Einstiegsniveau, aber es passt zu deren Sichtweise und das unterstützt die Bewegung natürlich zusätzlich. Also, das war jetzt vielleicht für den einen oder anderen verwirrend, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, Elliott-Wellen habe ich noch nie gehört, Ross sowieso nicht, das kenne ich aus dem Stall. Machen Sie sich nichts draus. Das sind alles so Themen, die wir noch sehr intensiv entweder schon gesprochen haben, das können Sie vielleicht in der Aufzeichnung irgendwann nochmal angucken, oder aber was Sie möglicherweise dann in der Zukunft nochmal in den Webinaren haben. Also werden wir sicherlich über das eine oder andere nochmal reden. Kommen Sie einfach immer wieder und Sie denken Sie dran, der Mensch lernt übers Wiederholen. Also wir werden viele Sachen immer wieder nochmal ansprechen und dann festigt sich das Bild auch, auch wenn Sie jetzt sagen, oh Gott, ich habe schon bei Folie 4 aufgegeben. Ja, das war das Inhaltsverzeichnis, glaube ich. Ich hoffe nicht. Aber Sie wissen, was ich meine. Nochmal ein paar Informationen daraus. Das sollte ich vielleicht nochmal erwähnen, nämlich das häufig abnehmende Volumen. Wir dürfen ja, ich gehe nochmal eine Stufe zurück. Das Volumen nimmt natürlich nicht ab bis zu dieser Nacken, also nimmt vor der Nackenlinie ab. Warum? Sie dürfen ja eins nicht vergessen. Der Kurs war ursprünglich ein Aufwärtstrend. Ja, der Kurs ist also nach oben marschiert. Das fängt dann schon an, dass in der Regel in der letzten Phase, die Elliott-Waver würden sagen, in der Welle 5 beispielsweise oder wenn es eine eh schon korrektiv angedeutete C-Welle ist, gegen Ende, da fängt das Volumen ab, da kaufen wenige nur noch.
Ja, beispielsweise. Das geht damit schon los, dass dann irgendwann das Ganze kippt, weil die Käufer dann irgendwann mal ausbleiben. Bis dahin kann es aber auch nochmal Peaks geben. Gerade hier an solchen Hochmarken passiert es immer wieder, dass dann nochmal schnell so ein Umsatzschub ist, weil dann natürlich die Bullen gegen die Bären anfangen zu kämpfen. Aber spätestens dann auf dieser Seite lässt das Volumen erstmal nach, weil im Moment die Bullen noch nicht den Drive haben, wieder reinzugehen. Die sagen, naja, wir kratzeln noch da unten rum. Umgekehrt die Bären aber sagen, naja, wir haben ja noch nicht den Beweis. Das heißt, das ist so diese typische Abwartesituation. Auch da wieder die Elliott-Wafer. So die erste Welle, die hat oftmals ja noch so den Findungscharakter. Das heißt, viele warten dort, gehen vielleicht mit kleinen Positionen erstmal rein. Aus dem Grund gibt es ja dann solche Konstrukte wie Leading Diagonals, also irgendwelche, die nicht so ganz so scharfe Dynamik schon haben. Also das ist zumindest mal durchaus denkbar. Ich muss aber gestehen, ich habe dort auch schon mitunter sehr heftige Bewegungen gesehen und auch Volumina. Deshalb ist das für mich nicht so der ganz große Punkt. In der Regel, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf dem Währungsmarkt sind, haben Sie sowieso keine Intraday-Volumen zur Verfügung. Also bei manchen Märkten gibt es diese Information nicht und dementsprechend kann man das sowieso nicht berücksichtigen, obwohl das ja auch auf dem Währungsmarkt, ich zeige Ihnen gleich ein, zwei Beispiele, dazu gut funktioniert. Also insofern, ich lasse diesen Punkt mit dem Volumen weg, aber wenn Ihnen das so auffällt, zumindest ist es mal so definiert laut Chartbuch, wie gesagt, aus der Praxis. Ich bin da mal vorsichtig, deshalb habe ich mit häufig dazu geschrieben. Insofern passt das ganz gut. Irgendjemand schreibt jetzt hier gerade, das ist jetzt ungeprüft. Ein 4-Stunden-Chart am 15.09. Also wer will, kann sich mal US-Dollar gegen Kanadische angucken. Wie gesagt, das ist jetzt ungeprüft. Ach so, klappt nicht. Bitte den nochmal merken, den gucken wir uns das nächste Mal an, weil wir heute wahrscheinlich nicht die Zeit haben für einen Live-Chart. Aber den gegebenenfalls nochmal vormerken, dann gucken wir uns das nächste Mal an. Oder vielleicht erklärt sich's ja aus der Theorie, die ich gleich nochmal erzähle. So, jetzt habe ich hier ein Stichwort möglichst horizontale Nackenlinie. Das ist natürlich besonders schick, wenn die horizontal ist. Warum? Gucken wir gleich nochmal drauf. Jetzt reden wir erstmal auf die Einstiegsmöglichkeit erstmal generell. Das ist erstmal relativ einfach besprochen. Haben wir ja schon gesagt. Einstieg wäre im Prinzip, wenn wir die Nackenlinie durchstoßen. Jetzt habe ich hier aber schon eine Andeutung gemacht. Diese Nackenlinie ist nämlich latent. Wenn Sie nicht genau hingucken, sehen Sie es vielleicht nicht. Aber in diese Richtung, ich glaube, mein Pfeil, den ich gezeichnet habe, der ist ziemlich waagrecht, während die Nackenlinie leicht steigt. Das wird gleich ein interessantes Thema sein, wie das Ganze ist. Standardmäßig gilt aber, dass der Bruch der Nackenlinie im Prinzip der Einstieg ist. So, und jetzt, warum ist das Ganze durchaus, naja, ein bisschen Vorsicht zu genießen? Wo sind die Probleme, wenn zum Beispiel die Nackenlinie steigt? Wenn die Nackenlinie steigt, so wie wir es jetzt hier in diesem Beispiel haben, also ideal ist es, je flacher, desto besser. Ich sage Ihnen gleich auch warum. Aber wenn Sie eine steigende Nackenlinie haben, da haben wir das Problem, die Nackenlinie, die wird an dieser Stelle hier durchstoßen. Jetzt müssen wir noch mal warten, weil noch nicht alle das Bild haben. So, an dieser Stelle wird die Nackenlinie durchstoßen. Die ganzen Freunde, die Schulter, Kopf, Schulter aber nicht kennen oder nicht wiedererkennen zumindest, aber den Stop auf dieses nächste Tief legen, die sind noch nicht mit im Boot. Die sind in dieser Situation eher noch auf der Long-Richtung unterwegs. Ja? Das heißt, die werden erst getriggert, wenn der Kurs durch diese horizontale Unterstützungsmarke des letzten Tiefs eben bricht. Natürlich gibt es da noch die Kollegen aus der zweiten Seite, nämlich die vielleicht hier vorne ihre Long-Position schon irgendwo eingegangen waren, die oder vielleicht auch schon hier ganz lange aus der Geschichte ihre Position eingegangen waren. Die orientieren sich an diesem letzten Zwischentief und das ist erst hier. Das heißt, deren Stops werden erst getriggert, wenn der Kurs hier durch ist. Das kann sich natürlich jetzt sehr, sehr schick entwickeln, weil wir sagen, oh klasse, hier werden schon die ersten Stops da an der Nackenlinie getriggert, dann läuft das in die nächste Marke, nämlich in die obere Unterstützungsmarke, dann triggert das automatisch die nächste. Das kann so eine Art Kettenreaktion, Dominoeffekt natürlich geben, gar keine Frage. Aber es besteht eine erhöhte Gefahr. Das heißt nicht zwangsweise eine hohe Gefahr, aber eine erhöhte Gefahr, dass der Kurs vorher schon zum Erliegen kommt, weil einfach
die Dominosteine zu weit auseinander liegen, ja, so wie hier jetzt beispielsweise, und der Kurs einfach gar nicht den Schwung hat, in die nächste Ebene hier reingezogen zu werden. Das ist das Problem bei einer steigenden Nackenlinie. Ja, deshalb ist das mit vorsichtig zu sehen hier. Ja, also vorsichtig, steigende Nackenlinie. Das ist natürlich in die Spiegelrichtung umgekehrt. Also wenn wir eine Schulterkopf Schulter auf der Unterseite haben, ist auch möglichst flach besser. Wenn die dann natürlich fallend ist, dann ist das eher noch mit Vorsicht zu genießen, mit der gleichen Argumentation, die wir hier haben. Jetzt machen wir das umgekehrte Beispiel. Sowas kann natürlich auch mit einer fallenden Nackenlinie einhergehen. Und Sie sehen, wenn jetzt diese Marke durchstoßen wird, da ist keine Unterstützung mehr. Die Jungs sind draußen und die Mädels auch. Und die hier ebenfalls. Ja? Das heißt, da ist nichts mehr erstmal. Da ist eine Menge Platz nach unten. Das heißt, eine fallende Nackenlinie ist durchaus positiv zu sehen grundsätzlich, weil wir den Widerstand, in dem Fall eigentlich die Unterstützung aus diesen beiden Szenarien nicht mehr haben. Ich bevorzuge am liebsten, je flacher, desto besser. Das ist eine ganz, ganz schicke Geschichte. Warum? Weil, wie ich es am Anfang gezeigt habe, dann alle möglichen Unterstützungen, dann fangen die ersten, die ursprünglichen, die Langzeitbullen an, hier zu stoppen. Dann sind die kurzfristigen hier in ihrer Stopp-Situation drin und die Nackenfreunde sind auch in ihrer Stopp-Problematik drin. Das heißt, wenn das Ganze möglichst flach ist, ich weiß, ich sehe das auch in der Literatur oder in Zeitschriften und im Internet manchmal auf einer sehr schiefen Bahn, das geht durchaus. Ich sehe immer wieder Beispiele, wo das wunderschön klappt, aber Sie müssen damit rechnen, die Aussagewahrscheinlichkeit nimmt ab, je krummer, hätte ich fast gesagt. Krumm sollte sie nicht sein, es ist ja eine gerade Linie, aber je schräger die Linie ist, so rum, die Linie ist, desto kritischer ist das Ganze zu sehen. Gucken Sie, dass diese möglichst waagerecht ist, es erhöht Ihre Chancen enorm, dass Sie nicht unbedingt ein Fehlsignal haben. Das habe ich gleich nochmal aufgezeichnet. Gucken wir uns das mal an. Also hier aber nochmal kurz aufgeschrieben: Bruch der Nackenlinie ist Einstiegssignal. Sie muss nicht horizontal sein. Es gibt aber eine Regel: Bei einer steigenden Nackenlinie muss rechte Schulter tiefer als die linke Schulter sein. Das müssen wir uns gleich nochmal merken. Also, oder ich habe es hier angedeutet, bei steigender Nacken, ich gehe nochmal zwei Folien zurück. Sie sehen das hier. Ich warte nochmal, bis alle das Bild hier haben. Wir haben hier in diesem Beispiel eine steigende Nackenlinie. Ja, also geht in ursprüngliche Trendrichtung. Dann sollte aber die rechte Schulter, ich mache mal in die rechte Schulter hier das S, dann sollte die rechte Schulter allerdings niedriger sein als, ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen kenntlich, als die linke Schulter. Ja? Denn ansonsten haben wir ja wieder die Situation, wir haben steigende Tiefs, wir haben so steigende Zwischenhochs, ja, das macht wieder Leute mutiger. Wenn Sie aber schon sehen, der schafft nicht mal mehr dieses Niveau, dann wird das die Bären eher wieder beflügeln. Also Sie müssen sich immer überlegen, wenn sich so ein Ding aufbaut, so eine Schulterkopf-Schulter-Formation. Welcher Teil dieser Formation macht Mut und welcher Teil macht den Leuten eher Angst? Ja, und Sie wissen ja, Angst, Gier, Hoffnung bewegt die Märkte. Das heißt, wenn Sie das einmal verstanden haben, dann ist das, viele sagen ja, das ist immer der große Nachteil, das, was den Trader negativ beeinflusst, das stimmt, absolut. Das Tolle ist, wenn Sie Ihre eigene Angst und Gier und Hoffnung überwunden haben, dann wissen Sie, Leute, ich weiß da draußen, was ihr denkt. Ich weiß, wie ihr fühlt. Ja, dann wissen Sie, wie mit Angst, Gier, Hoffnung umgegangen wird. Und dann können Sie sagen, Mensch, wenn ich es doch erkenne, dann weiß ich doch, wie ich auf so eine Situation reagieren muss. Also, dementsprechend achten wir darauf, dass die bei steigender Nackenlinie, in dem Fall jetzt bei der Formation, die wir jetzt nach oben hatten, die rechte Schulter tiefer sein muss als die linke, um das eben zu unterstützen, diese Sichtweise. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel gemacht, nämlich gerade, das ist so ein Standardchart jetzt, wir gucken gleich nochmal hier auf unsere echten Live-Charts hier. Auch das ist eine echte Bewegung gewesen, aber das ist schon, ich sage jetzt mal schon eine Weile her, das ist jetzt für mich mein Beispiel. Man könnte ja hier relativ einfach sagen, Mensch, wir haben doch hier oben einen Kopf. Ja, ich meine, ist jetzt im Nachhinein leicht zu erkennen. Und dann hätten wir doch hier möglicherweise eine Schulter. Ja, beispielsweise. Und dann haben wir doch hier vielleicht irgendwie was. Ja, dann gucken wir doch mal.
hier drauf. So, jetzt machen wir hier, dann wäre das hier die Nackenlinie. Jetzt sehen wir als erstes schon mal, diese Nackenlinie ist alles andere als flach. Ja, sie hätte zweifelsfrei funktioniert. Wir sehen ja das Ergebnis, was hier nach unten gegangen ist. Trotzdem möchte ich Sie auf ein paar Fehler, mögliche Fehler hinweisen oder ein paar Gefahren sozusagen mal drauf eichen. Die ist relativ steil und wir sehen, dass die Hochs der Schultern auch steigend sind. Wir haben also hier ein erhöhtes Fehlerpotenzial. Wie gesagt, ich habe das hier bewusst mal gewählt, auch wenn man sagen kann, wieso, aber es hätte doch geklappt. Ja, hätte es auch in diesem Fall. Aber ein erhöhtes Fehlerpotenzial haben wir ja allemal. An sich gefällt mir das relativ gut, weil diese Schulter und jene Schulter an sich ähnlich hoch sind, sage ich jetzt mal. Also man kann sagen, wir reden hier vom gleichen Wellenprinzip, oder na, Wellenprinzip sage ich jetzt schon, ich bin in meiner Elliott-Wellensprache gefangen, aber wir reden vom gleichen Ausmaß hier, also die gleiche Liga, ja, sage ich immer, der Bewegung. Aber relativ steil das Ganze. Ich mag das nicht, wenn das so steil ist. Ich würde dem noch eine neue Chance geben, zum Beispiel, wenn der Kurs tiefer geht. Zumal wir, wenn auch nicht überlappungsfrei, aber wir immerhin hier sowas wie 1, 2, 3, 4, 5 haben. Jetzt sagen Sie vielleicht zu Recht, das ist aber nicht überlappungsfrei, das stimmt. Aber, das ist jetzt wieder ein Hinweis oder nur für die Alien-Wellen-Freunde, aber es wäre die erste Welle, weil hier oben war ja der Kopf der ganzen Geschichte. Und dann wäre das hier sowas wie ein Leading und Leading dürfen wir überschneiden. Nun mal. So, in diesem Fall hätten wir eine Nackenlinie, die mir durchaus sympathischer wäre, weil wir eine flachere Linie hier haben. Das gefällt mir deutlich besser. Übrigens, nur mal so der Hinweis, wir sehen, dass wir, wenn das die Nackenlinie ist, die relativ flach ist, und wenn die dann hier durchstoßen ist an dieser Stelle, der Kurs erstmal hier runterkommt, anschließend wieder hier hochgekommen ist und von dort, ich mache das mal so als Linienchart, wieder nach unten gekommen ist. Also ziemlich exakt das, was wir vorhin beschrieben haben. Also wir haben dadurch nochmal eine Bestätigung. Also wer den ursprünglichen Move hier nach unten sich nicht getraut hat, der kann hier das Abprallen an dieser Nackenlinie hier durchaus nochmal als neuen Einstieg hier nehmen. Und Sie wissen ja, Sie können das Ganze auch immer noch mal bestätigen lassen durch viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch eine bestimmte Kerzenformation, zum Beispiel auch auf einer kleineren Ebene. Stellen Sie sich vor, das ist Stundenchart, nur mal als Beispiel, ich weiß nicht mehr, was das damals war. Das könnte Stundenchart hier sein. Dann können Sie sagen, ich gucke mir einen 5-Minuten-Chart an, ob ich hier Wendeformation bekomme oder ob ich hier sowas wie Dynamik, Korrektur, Dynamik bekomme, beispielsweise. Oder vielleicht nur eine Indikatorensituation, die mir dann nochmal so zusätzliches Vertrauen gibt, an der Stelle dann eben nach dem Abpraller dann hier eben die Position zu öffnen. Also auf kleinerer Zeitebene dann den Einstieg nochmal zu suchen. Also, Sie sehen, dann im Zweifelsfall lieber nicht. Ich mache nochmal mein Gekritzel hier raus. Ja, nicht die steilere Variante handeln, bin ich nicht unbedingt ein Freund davon, wenn mir das zu steil ist. Im Zweifelsfall ist das eine Geschichte, die ich nicht so attraktiv finde. Wenn es mir zu steil ist, warte ich, soll er doch noch eine Chance hier bekommen. Ich mache auch hier nochmal das weg hier. So sieht das Ganze aus. So, bitte Abwärtstrendkanal einzeichnen, schreibt jemand. Oh je, das fällt mir jetzt schwer, weil ich habe jetzt hier keine fixen Linien. Ja, ich könnte jetzt hier irgendwie sowas mir mal so ungefähr machen, aber Sie sehen schon, ich bin schon am Rudern und ganz exakt, also wenn ich das hier als Linie machen würde, dann würde ich entweder das hier toll anlegen, dann komme ich hier durch. Ja, also eine ganz tolle Linie ist das wahrscheinlich so nicht. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, das einzuzeichnen, aber ich denke, alle sind sich einig, es ist auf jeden Fall eine schöne Abwärtsbewegung. So, warum macht es Sinn, die flachere hier abzuwarten? Es hat nämlich zwei durchaus gute Ideen. Das eine ist, wenn es flacher ist, haben wir eine zusätzliche Bestätigung, dadurch, dass wir hier die Brüche enger beieinander liegen haben. Das heißt, die Dominosteine sozusagen liegen enger. Das heißt, wenn wir getriggert werden, hier von der einen in die nächste Marke, ist die Chance, dass wir durch das nächste auch durchgehen, wie ich es vorhin erzählt habe, viel, viel größer. Und das Zweite ist, wir müssen gleich über die Ziele mal reden. Und jetzt merken wir uns mal, ich zeichne das noch gar nicht. Ich zeichne es noch nicht ein. Das wird Ihre Hausaufgabe sein, sich das nochmal dann in Ruhe zu überlegen, diesen Punkt. Ich zeige es Ihnen aber hier auf der nächsten Folie oder auf einer der nächsten.
Hier natürlich noch mal eine ganz waagerechte, denn oftmals wird auch nicht ganz exakt hier immer geguckt. Wir sehen aber, wir haben hier ein altes Hoch, wir haben hier die Zwischentiefs, wir haben hier das, wir haben hier ebenfalls eine fast waagerechte Nackenlinie. Ich hätte trotzdem die aus der vorherigen Folie, die ganz leicht schiefe, die hätte ich genommen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber auch das hier zeigt natürlich diese horizontale Linie, die ich jetzt habe, die man vielleicht auch als Nackenlinien benutzen könnte, zeigt, da werden wieder weitere Marken getriggert. Also wieder ein Dominostein oder Bauelement mehr hier, das eben in den Schwung reinkommen sollte, sobald der Kurs hier sich entsprechend da bewegt. So, jetzt müssen wir unbedingt mal auf die Zielbewegung. Da kommt ein guter Hinweis. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen, gebe Ihnen das aber als Anregung mit. Das ist natürlich goldrichtig. Abwärtstrendkammer ermöglicht einen engen Initial Stop und schnelles Nachziehen nach Einstieg. Der Hinweis ist sehr gut. Gehe ich heute jetzt im Moment mal nicht drauf ein. Wir werden aber, glaube ich, noch mal ein Spezialthema auch noch mal in der Richtung bringen, weil mir das nämlich gut gefällt. Sowas wie Trend, Trendkanal und so weiter. Ich glaube, hatten wir auch vor kurzem. Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Also ich muss mir das nochmal angucken, aber wir werden das immer wieder nochmal bringen. Der Hinweis ist aber schon mal gut. Gebe ich Ihnen natürlich so gerne weiter. Dankeschön erstmal dafür. So, wie ist die Zielbestimmung dafür? Das ist relativ einfach. Die einfachste Form der Zielbestimmung ist, man misst den Abstand vom Kopf bis zur Nackenlinie. So, sieht so ungefähr aus, die blaue Linie. Und die legt man einfach von der Nackenlinie an. Also unser Ziel wäre im Prinzip hier diese Entfernung. Ja, also ein bisschen schräg dann das Ganze gesehen, weil der Kurs braucht ja auch ein bisschen Zeit, um darunter zu plumpsen, wäre das hier unsere Zielmarke. Das ist so der Standardziel für eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Nochmal aufgeschrieben das Ganze, können wir einfach überfliegen, es ist ja nichts anderes als das, was ich eben gezeigt habe, für Sie als Chance. Wir haben natürlich, und das auch das ist hier, wenn Sie eine stark steigende oder fallende Nackenlinie haben, natürlich eine Fehlermöglichkeit, eine gewisse, nämlich die Frage, wo muss man es genau anlegen? Ja, weil da ist dann nämlich die Frage, nimmt man es gerade oder nimmt man es schief, nimmt man es horizontal oder nicht. Und deshalb habe ich nochmal eine Variation mit reingenommen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Einfach mal als Gedankengang, was passieren kann. Wir haben natürlich die Messung wieder hier auf den ersten Schub hier runter. Und jetzt, da kommen wir nämlich hier wunderschön auf das Thema Symmetrien, da kommen wir wunderschön auf die ganzen Elliott-Wellenfreunde, die auf den Dreiweller hier eher zielen. Das wäre hier Variante A, was wir eben gebracht haben. Einfach Nackenlinie hier runter gemessen, die blaue Linie. Die Alternative wäre, man misst nicht von der Nackenlinie, sondern man misst von diesem Zwischenpunkt hier. Dann sind wir natürlich auf Symmetrie. Das heißt, wir würden erwarten, dass dieses hier und dieses hier ähnlich hoch ist. Ja, auch das hätte was von einer Art Trendkanalbildung. Ich male es jetzt leider nicht ganz so schön, aber Sie können es sich ungefähr ausmalen. Das heißt, wir haben hier mit dem ersten Unterstützungsniveau zu rechnen. Die klassische Schulter-Kopf-Schulter geht davon aus, dass das Ziel in meinem Viereck, was ich jetzt gerade hier reinkläre, da unten liegt, aber man muss damit rechnen, dass ab dem Punkt B die Chance groß ist, dass das Ganze vielleicht sich in Wohlgefallen auflöst im Sinne einer ABC-Korrektur, beispielsweise einer symmetrischen Korrekturbewegung. Das ist der Grund, warum ich in diese Zone manchmal entweder eine Teilgewinnmitnahme reinlege. Das hängt immer ein bisschen von der Positionsgröße ab, ob ich vielleicht einen Intraday-Trade schließe und sage, den Rest lasse ich Overnight laufen, dass ich sage, komm, ich habe 10 Kontrakte gekauft, an der Stelle schließe ich 8, freue mich drauf, die anderen 2 lasse ich laufen, weil ich da Intraday nicht so großes Risiko haben will. Ich möchte Ihnen ein paar Ideen jetzt geben. Es gibt nicht die eindeutig immer beste Variante, aber so eine Teilgewinnmitnahme kann man da machen. Man kann sagen, sobald wir diesen Punkt erreicht haben, ziehe ich den Stop zumindest so nach, dass ich kein echtes Minus mehr bekommen kann. Oder wenn, dann höchstens ein kleines Minus möglicherweise. Oder dass ich ein garantiertes Plus habe. Vielleicht können Sie hier das anhand einer internen Struktur vielleicht noch irgendwie nachziehen. Also ab diesem Punkt sollten Sie zumindest mal sagen, Vorsicht, ein Teil der Marktteilnehmer werden jetzt die bärischen Tendenzen aufgeben. Das heißt nicht, dass der Markt deshalb gleich bullisch werden muss. Aber ein Teil der Marktteilnehmer wird an dieser Stelle, wenn der Kurs an der Stelle tatsächlich dreht, möglicherweise das Lager wechseln oder mindestens neutral werden und nicht mehr der bärischen Überlegung anhängig sein. Ja, also das sollten wir uns vor Augen halten.
Ich habe das Ganze mal hier an einem Live-Beispiel mitgebracht. Wir haben hier ja, eine Formation Schulter, Kopf, Schulter. Ich blende das Ganze mal mit ein. Also hier unten Schulter, Kopf, Schulter, relativ leicht zu sehen. Die Nackenlinie, machen Sie das ruhig mal. Ich habe jetzt die nächsten Folien immer so schrittweise aufgebaut. Machen Sie mal Ihren Finger ein bisschen hier, Spucke und dann auf dem Bildschirm malen. Ja, können Sie die Nackenlinie einzeichnen, können Sie gleich noch sehen, wo ich sie gezeichnet habe und Sie mit Ihrem Finger. Manchmal schlage ich den Edding vor, das machen Sie natürlich nicht. Ob Sie jetzt die andere Variante wirklich tatsächlich ausprobieren, ich weiß es nicht. Aber so könnte die Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit Nackenlinie aussehen. Das wäre zumindest mein gängiges Bild dazu. Und dementsprechend würden wir ja eigentlich erwarten, dass der Abstand, den wir vom Kopf haben zur Nackenlinie, dann nochmal auch als Ziel gilt. Das heißt, unser Ziel läge dann da oben. In dem Fall sehen wir, das hätte uns nicht zwangsweise glücklich gemacht, denn der Kurs ist eher in diesem Fall von der Schulter aus gemessen bis in das Ziel gelaufen. Also Sie sehen, sowas kann passieren. Und deshalb, ich möchte Ihnen nur die Anregung geben, wie gesagt, ich finde das nicht clever, nicht so schlecht, sage ich mal. Eine Teilgewinnmitnahme möglicherweise an der Stelle. Wie gesagt, das hängt auch von der Uhrzeit ab, wenn ich sage, es geht eh auf den Abend zu. Ich möchte es nicht über Nacht halten, dann sage ich mir, Dankeschön, reicht notfalls. Wenn ich es auch über Nacht halten kann, wie gesagt, vielleicht reduziere ich die Position, dass falls der Markt gapt, beispielsweise, kommt immer darauf an, was es für ein Markt ist, bei Aktien beispielsweise, oder wenn es übers Wochenende sein könnte. Ja, dann ist meine Option, dass ich sage, nee, komm, ich schließe im Großteil, den Rest lasse ich offen, wenn dann noch was Schlimmes passiert, kann nicht mehr so arg viel passieren. Die Frage ist, zeichnen Sie die Nackenlinie an den Hochs oder Tiefs der Kerze oder am Körper? Auch da sind die Meinungen unterschiedlich. Bei Intraday-Charts bin ich nicht so sehr auf die Körper, weil was ist ein 5-Minuten-Körper? Ja, das kriegen Sie ja weder von der Psychologie mit, wo das Ding liegt. Also das ist, macht für Sie eigentlich keinen Unterschied. Ob es ein Körper ist oder ein Ausbruch, quasi der Tail, hoch oder tief. Bei End-of-Day-Kerzen oder Wochenend-Kerzen macht das eher schon mal Sinn, vielleicht auch auf den Körper zu gehen. Im Zweifelsfall orientiere ich mich immer, was passt besser. Da ich aber sehr viel Intraday-Handel mache, orientiere ich mich eher eigentlich an diesen Extremwerten, so wie ich es jetzt hier eingezeichnet habe, und nicht an den reinen Körper. Aber der Hinweis ist natürlich gut, gucken Sie notfalls auf beides, denn Sie müssen ja auch damit rechnen, dass ein Teil der Marktteilnehmer das eine und ein anderer Teil das andere macht. Wenn Sie beide Linien mal einzeichnen und dann gucken, welche ist die konservativere, dann sind Sie wahrscheinlich auf der eher sichereren Seite. Ja, also das nochmal so als Hinweis dazu. So, jetzt habe ich nochmal zwei, drei Beispiele, ein paar Minuten dürfen wir nachspielen. 5 Minuten brauchen wir vielleicht circa, je nachdem, wie schnell wir jetzt hier durchkommen. Aber die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Also hier aus dem Live-Chart, das war eine Währung und das war ein Intraday-Chart, das weiß ich relativ sicher. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was für eine Zeiteinheit das war. Ich weiß auch nicht mehr, welches Währungspaar. Ich glaube aber, kanadische Dollar war auch mit dabei. Ich weiß aber nicht, ob es US gegen kanadische Dollar war, was hier jemand angedeutet hatte vor einiger Zeit. So, wo haben wir hier das Ganze? Naja, wir haben Schulter, Kopf, Schulter. Das ist eigentlich relativ deutlich. Wir haben eine relativ akzeptable Nackenlinie, sie ist leicht hängend, die Schultern allerdings auch, insofern alles erstmal in Ordnung. So ungefähr könnte man das Ganze auffassen, und wenn diese Nackenlinie durchstoßen wird, dann gilt das Ziel, nach unten anzusteuern. So könnte das Ganze aussehen. Jetzt habe ich nochmal ein, jetzt muss ich mal gerade gucken, ein zweites, ein komplexeres Beispiel, das ist jetzt hier relativ einfach. Achso, Zielüberlegung habe ich hier noch. Nämlich wir messen oben von der Kopfhöhe bis zur Nackenlinie ungefähr, und wenn wir das Ganze unterhalb der Nackenlinie nochmal dann fortsetzen, dann müsste unser Ziel für diese Bewegung eigentlich da sein und wir könnten als konservative Blickrichtung, ich habe glaube das gar nicht mehr eingezeichnet, ja, ich mache mal so ungefähr, wenn ich die Zeigefinger-Daumen-Methode mache, wenn Sie sagen, die Zeigefinger-Daumen-Methode kenne ich nicht, naja, das ist einfach anlegen, dann kommen wir ungefähr hier hin. Und das Ziel haben wir auf jeden Fall schon mal erreicht. Jetzt sagen Sie natürlich zu Recht, naja, ist das aber schon gut, das ist ja, naja, gerade mal 1:1 Ziel. Ja, es geht nicht darum, dass das jetzt das ideale Ziel ist oder dass das
das endgültige Ziel ist der Bewegung. Es geht aber erstmal darum, dass wir sehen, okay, bis dahin haben eine relativ gute Chance, dass der Kurs sich erstmal entwickelt. Ich kann dann überlegen, wie ich den Stop zum Beispiel hier nachziehe mit Teilgewinnen und so weiter. Also als Mindestzielmarke, als Orientierungshilfe benutze ich das zumindest mal, auch wenn das eigentliche Ziel zumindest nach Schulterkopf-Schulter eigentlich hier erst liegen sollte. Deshalb, ich habe noch mein zweites Beispiel mitgebracht, da weiß ich, was es ist. Das ist der Nikkei. Meines Wissens ist der Stundenchart gewesen. Das ist eine sehr, sehr attraktive Situation, die man sehr schön auch im Vorhinein erkennen konnte. Also, wer es hier erkennt, machen wir mal Schulter auf Schulter. Ich baue Ihnen mal das Bild hier eins nach dem anderen auf. Da ist also Schulter, Kopf, Schulter hier an der Unterseite. Da ist die Nackenlinie sehr, sehr schön zu erkennen. Nämlich sogar noch gebildet aus dieser Marke. Das ist natürlich, hat eigentlich mit Schulter, Kopf, Schulter nichts zu tun. Dieser Kringel, den ich jetzt hier auf die linke Seite gemalt habe, hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Aber Sie können sich vorstellen, dass das natürlich nochmal eine tolle Unterstützung für die Idee ist. Ja, Sie sehen auch, ich habe jetzt hier die Nackenlinie relativ waagrecht gemalt, fast schon eigentlich eher auf die Körper. Das beantwortet schon wieder die Frage von eben, auf was die idealerweise angelegt werden sollten. In diesem Fall bietet sich es extrem an, weil wir hier möglichst viele Kontaktpunkte haben. Wir haben es auf der linken Seite, das Zwischentief, wir haben die beiden Zwischenhochs. Das böte sich an, es hier so zu zeichnen. Natürlich könnte man diese Nackenlinie auch ein leicht schief malen, indem man hier nur die Extremwerte, also die Hochs der Kerzen hier dann nochmal verbindet. Es ändert sich aber an der eigentlichen Idee und Blickrichtung hier nicht so arg viel. Der Bruch der Nackenlinie wäre dann hier jetzt das entscheidende Kriterium. Das wäre hier natürlich mit einem kleinen Gap hier gewesen. Also hier war wahrscheinlich ein Tageswechsel quasi an der Stelle, beziehungsweise wer will, wäre vielleicht sofort reingegangen. Wer Pech gehabt hätte, hätte vielleicht gesagt, ich warte, dass der Kurs hier nochmal erstmal runterkommt. Das hat er an der Stelle erstmal allerdings nicht getan. So, ursprüngliches Ziel eigentlich für die Geschichte wäre eine Marke hier oben. Ich denke, Sie können sich selber ausrechnen, Mindestziel, das wäre bei so stark ausgeprägten Schultern nicht so arg hoch gewesen. Das wäre vielleicht hier oder sowas. Ich habe jetzt Zeigefinger, Daumen ungefähr passt. Ja, so circa wäre das hier so eine Mindestmarke. Aber irgendwo in der Richtung. Aber, und wir sehen das, wie häufig das vorkommt, die Nackenlinie, die wird nochmal angesteuert. Hier, wir hatten es vorhin in mehreren Beispielen, die wird nochmal angesteuert und wer den ursprünglichen Einstieg hier entweder verpasst hat, weil er sich da nicht getraut hatte oder verpasst hat, weil er wegen des Gaps nicht reingekommen ist oder weil er es verpasst hat, weil er gesagt hat, ich sehe das Gap, ich will aber, dass der Kurs hier nochmal runterkommt erst, der hatte hier nochmal die Chance, an dieser Nackenlinie im Prinzip das Ganze nochmal zu versuchen mit der gleichen Ausprägung, zumal wir ja das eigentliche Ziel noch nicht gesehen hatten. Und das hatte ja eigentlich immer noch Bestand. Ja, also wenn das natürlich vorher schon erreicht ist, dann muss man das sicherlich nochmal anders sehen. Aber es war damals an der Stelle noch nicht erreicht und insofern war das nochmal auf jeden Fall ein Punkt, dass wir das hier nochmal erreichen können. So, und jetzt habe ich aber, weil es so schön ist, das Ganze nochmal aufgeräumt. Und ich kann mir nämlich vorstellen, das ganze Bild auch anders aufzufassen. Und das ist auch eine Geschichte, die immer wieder vorkommt. Gucken Sie mal, achten Sie mal hier auf die Geschichte. So, schwupp. Hier wäre nämlich auch eine Schulter-Kopf-Schulter. Schulter auf der linken Seite, Schulter auf der rechten Seite. Wir haben hier waagrecht. Der Kurs kam tatsächlich irgendwie so. Ich muss gestehen, was er davor gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Aber hier war auch ein Zwischenhoch, auch wenn das jetzt hier nur noch so am Rande zu sehen ist. Wir haben hier Schulter links, Schulter rechts, passt ungefähr vom Ausmaß. Kopf. Wir haben hier eine relativ waagrechte Nackenlinie. Ein bisschen schief könnte man sie vielleicht zeichnen, gar keine Frage, aber so im Wesentlichen kann man das Ganze so ungefähr auffassen. Sie sehen, ich spiele ein bisschen mit der Überlegung mit Körper oder Nichtkörper. Es geht mir hier eigentlich mehr um den Tenor der Geschichte und dementsprechend Ziel wäre, dass der Kurs erstmal noch weiter nach oben geht und ebenfalls hier der Kurs hat nachher hier das Ganze nochmal wieder angesteuert. Also nach dem Bruch nach oben das nochmal angesteuert. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das Ziel, dieses Ziel hier und dieses Ziel, ich sage das jetzt mal aus der Erinnerung, ich kann es nicht genau sagen, nicht angesteuert wurde, zumindest noch nicht jetzt. Ich muss gestehen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Mir geht es jetzt mehr darum, dass Sie das Prinzip grundsätzlich erkennen und immerhin, also wenn Sie jetzt wieder Zeigefinger-Daumen-Methode machen, ja, also mal
Daumen hier hinlegen, den Zeigefinger hier hinlegen und danach, ohne den Abstand zu verändern, den Daumen hier hin. Das ist jetzt die sehr einfache Methode. Dann läge unser Ziel hier und es kann sein, dass das sogar auf jeden Fall hier erreicht wurde. Also ein bisschen möchte ich Werbung machen, sag mal, offen zu sein für die Überlegung. Es kommt die berechtigte Frage nach dem Stop-Loss. Die Frage ist so gut und so interessant, dass ich eigentlich möchte, dass wir die das nächste Mal uns genau angucken, bevor ich Ihnen die jetzt kurz hinhuddel. Natürlich wäre der erste Stop mal unter der rechten Schulter hier. Also wenn hier der Bruch dieser Nackenlinie hier erfolgt, wäre der erste Stop erstmal hier. Es gibt aber Möglichkeiten, gegebenenfalls anders nochmal zu stoppen, aber das möchte ich lieber in Ruhe mit Ihnen besprechen. Und da bietet sich es natürlich perfekt an. Jetzt hier habe ich nochmal die Pfeile drin, dass wir das das nächste Mal machen, wenn wir auf die Live-Märkte gucken. Das haben Sie hier schon gesehen. Das überfliegen Sie selber. Zielfindung, das kann man natürlich kombinieren. Das alles wollen wir natürlich in unserem Praxiswebinar machen. Nächste Woche, 19 Uhr, zumindest Ihre Zeit, am 3. November, Live-Trading und Analyse. Wir wollen da natürlich mal verstärkt gucken, ob wir das, was wir jetzt hier haben, vielleicht in kurzer Sicht auch mal finden. Wir gucken uns dann natürlich die aktuelle Situation an den Märkten an und gerne, gerne beantworte ich dann auch nochmal die Stop-Frage. Wenn Sie zum Beispiel als Hausaufgabe, die gebe ich Ihnen noch mit, bis nächste Woche zwei, drei Chartformationen finden, Schulter, Kopf, Schulter, merken Sie sich die, schreiben Sie sich die auf und sagen, Herr Born, hier haben wir doch letzte Woche das und das gehabt. Wie sähe es denn hier aus? Wie hätte man den Trade idealerweise aufbauen sollen? Und zwar mit idealerweise immer noch der Hinweis, nicht, dass dieser einzelne Trade nachher gut geht. Ich meine, das können Sie selber, dafür brauchen Sie mich nicht, sondern damit möglichst viele Trades in der Zukunft auf ähnliche Art und Weise gut gehen und Sie dann einen schönen Profit da rausnehmen können aus dem Markt. So, die Termine, die haben Sie vom Anfang noch im Blick für die späteren, die haben Sie selber jetzt überflogen. Ich sage herzliches Dankeschön, schön, dass Sie da waren. Mir hat Spaß gemacht. Danke an das Team von Aiono Markets, dass ihr den Raum hier zur Verfügung gestellt habt, eingeladen habt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg, eine gesunde Woche. Machen Sie was aus der Woche und dann freue ich mich, wenn es wieder heißt, es ist 19 Uhr am nächsten Montag.